Willkommen zurück zu Marvelous, ich bin Caps und heute dreht sich alles um die Guardians of the Galaxy. Der Film lief am 28.08. in Deutschland an und war für Marvel durchaus ein Risikoexperiment. Wieso? Mehr dazu später. Solltet ihr den Film bisher noch nicht gesehen haben, gibt's hier eine Spoilerwarnung. Ich werde den Film grob und kurz umreißen, damit wir wissen, um was es hier geht. Danach gibt's meine persönliche Meinung und zum Schluss werde ich dann noch 6 Möglichkeiten anbieten, wie ich mir vorstellen könnte, dass Guardians of the Galaxy 2 das Ganze fortführt. Der ganze Film dreht sich um diesen einen Orb, den wir bereits im Trailer sehen durften. Peter Quill, alias Star-Lord, ist dabei der Erste, der seine Finger daran bekommt. Und schon nach kurzer Zeit können wir feststellen, dass mehrere Parteien erstmal auf das Ding scharf sind. Gleichzeitig merken wir auch relativ schnell, dass es sich dabei nicht nur um ein altes Artefakt handelt, das einen gewissen Wert mit sich bringt. Während die einen das Teil verscherbeln wollen im Kompletten, wollen Ronan the Accuser und The Collector den Inhalt des Orbs eigentlich an Thanos übergeben. Thanos habe ich ja jetzt mehrfach schon erwähnt, weswegen man schon ahnen könnte, was also in dem Orb drin steckt. Die Guardians lernen sich dann eigentlich erst kennen, nachdem sie sich erst um diesen Orb streiten und danach zusammen im Gefängnis sitzen. Dort finden sie dann einen gemeinsamen Nenner, um diesen Orb zurückzuholen und gemeinsame Sache zu machen. Und so werden schlichtweg in diesem Film die Guardians of the Galaxy geboren. Ronan bekommt dann im späteren Verlauf des Films diesen Power Gem, also der Inhalt des Orbs, in die Finger und fällt Thanos in den Rücken, indem er diesen Power Gem an seinen Hammer bindet und selbst das macht, worum er eigentlich Thanos gebeten hatte, und zwar Xandar, also den Planeten der Nova, zu zerstören. Wie das Ganze dann mit dem Power Gem ausgeht, solltet ihr euch am besten selbst jetzt noch im Kino anschauen oder eben warten, bis das Ganze auf DVD und Blu-ray rauskommt. Kommen wir zu meiner persönlichen Meinung. Ich fand den Film toll. Ich fand, es war ein geglücktes Experiment aus dem Hause Marvel. Wie ich am Anfang schon angesprochen habe, war das Ganze in meinen Augen ein Risikoexperiment. Wir haben bis jetzt nur große Helden wie Iron Man und Co. auf der großen Leinwand sehen dürfen, aber ein anderes Heldenteam einzuführen, hielt ich zunächst für riskant. Was James Gunn und die Marvel Studios da allerdings vollbracht haben, ist wirklich großartig. Nicht nur, dass einerseits das Marvel-Universum einfach jetzt weiter wächst, indem man die Guardians auch noch hat, sondern dieser Film hatte einen ganz anderen Ton. Diese Oldschool-Musik, dieser Oldschool-Style, all das war für ein Space-Thema, für ein Weltall-Thema relativ ungewohnt und trotzdem hat das Ganze funktioniert. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie komisch gefühlt, dass solche verschiedenen Thematiken zusammengebaut worden sind, sondern ich empfand es als extrem gut ausbalanciert. Der Humor war wunderbar vorhanden, hat den Film gut aufgelockert. Vor allem Rocket Raccoon ist eine Bereicherung für das ganze Universum. Und natürlich war es auch bildgewaltig. Die Dark Aster ist in meinen Augen eines der geilsten Raumschiffe, die ich jemals sehen durfte. Der einzige negative Aspekt für diesen Film war für mich Ronan the Accuser. Am Anfang dachte ich, das wird einer der schlimmsten Brocken aller Zeiten und auch zwischenzeitlich hat sich immer wieder angedeutet, der Typ wird echt schwer zu schlagen. Und gerade als es dann aufs Ende hinzugeht, wirkt das Ganze so nach totaler Fehlzündung. Ansonsten, wie gesagt, ein Spitzenfilm. Marvel hat damit bewiesen, man kann auch andere Helden einführen, deswegen werden auch Doctor Strange und Co. ihre Chance bekommen, zum Glück. Meine absolute Empfehlung für jeden, der ein Marvel-Liebhaber ist, reingehen, anschauen. Jetzt aber mal ein paar Möglichkeiten, wie Guardians of the Galaxy 2 das Ganze weiterführen könnte. Möglichkeit 1, Vaterkomplexe. Wir wissen, was mit der Mutter von Peter Quill passiert ist. Wir wissen, dass er von der Erde stammt. Was wir nicht wissen ist, wer ist sein Vater? Das heißt, wir hätten hier für den zweiten Film ziemlich viel Inhalt zu füllen mit der Frage, wer ist es denn jetzt? Wir können definitiv schon mal ausschließen, dass es der König von Spartax sein wird, der sein Vater ist. Was man allerdings sagen kann, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass er den Power Gem halten konnte, zwar erst richtig dann im Verbund mit seinem Team, aber auch selbst schon halten konnte, ohne zu zerplatzen, spricht dafür, dass wir eine stärkere Rasse wahrscheinlich als Vater sehen werden. Möglichkeit 2, der betrogene Yondu.
dieser Piratenführer, unser Führer der Outlaws, Yondu, hat ja kurz nachdem sich diese kurzzeitig Alliierten trennten, herausgefunden, dass der Orb, den Peter Quill ihm gegeben hat, eben nicht das beinhaltet, was er eigentlich wollte, und zwar den Power Chip. Das heißt, wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, Yondu zurückzuholen, der einfach diese offene Rechnung mit Peter Quill und den Guardians begleichen möchte. Möglichkeit 3, Nebula. Die Adoptivschwester von Gamora und auch die Adoptivtochter von Thanos. Wir haben ja schon gemerkt, dass die nicht wirklich zufrieden ist mit ihrer Situation, dass die neidisch ist auf Gamora und dass er inzwischen auch nicht mehr so gut auf Thanos zu sprechen ist. Von daher können wir auch erwarten, dass wir eventuell Nebula in irgendeiner Fortsetzung mal sehen werden. Möglichkeit Nummer 4, Adam Warlock. Wer genau hingeschaut hat und wer sich im Marvel-Universum auskennt, weiß, dass beim Collector in der Sammlung in Nowhere ein Kokor stand. Dieser Kokor ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der von Adam Warlock. Und die Sammlung vom Collector ist ja zerstört worden durch den Power Chain. Man konnte dann auch sehen, dass auch dieser Kokor aufgebrochen ist. Das heißt, theoretischerweise müsste Adam Warlock irgendwo unterwegs sein in dem Universum. Hier würde es sich ja super Möglichkeit ergeben, einen weiteren Helden in das ganze Universum einzuführen, der entweder dann den Guardians hilft oder vielleicht sogar Hilfe von den Guardians benötigt. Möglichkeit Nummer 5, Nova. Ein Großteil des Films spielt ja auf Xander, dem Planeten des Nova Corps, und der Power Gem ist ja am Ende des Films auch im Besitz des Nova Corps. Das heißt, wir haben so viel schon über diese Rasse, über diesen Planeten gelernt. Wieso sollten die Marvel-Leute also nicht hergehen und Richard Rider, also den Nova schlechthin, als Held in das Universum einführen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in irgendeinem Zusammenhang wieder auf Xander landen im zweiten Film. Thanos will ja immer noch diesen Power Gem haben. Das heißt, wir werden definitiv nochmal irgendwas mit Xander erleben. Möglichkeit Nummer 6, und ich möchte gleich betonen, das ist die unwahrscheinlichste Möglichkeit in meinen Augen, Planet Hulk. Es wird viel spekuliert, dass der Hulk am Ende von Age of Ultron die Erde verlassen muss. Was dies allerdings ermöglicht, wäre, dass man Hulk mit den Guardians zusammenführt. Es klingt vielleicht im ersten Moment absurd, aber es wäre definitiv eine Möglichkeit. Doch jetzt seid ihr dran. Habt ihr Guardians of the Galaxy schon gesehen? Wie fandet ihr diesen Film? Und was glaubt ihr, wohin führt uns Guardians of the Galaxy 2? Postet eure Meinung einfach unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Hier findet ihr dann einige Informationen zum Marvel-Kino-Universum, genauso wie zu Ant-Man. In Kürze startet in Amerika die zweite Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D., eine TV-Sendung aus dem Hause Marvel, die das Marvel-Kino-Universum auf wirklich geniale Art und Weise ergänzt. Nächste Woche gebe ich euch einen kleinen Rückblick auf Staffel 1, die wirklich schon superklasse war, und gebe euch einen Ausblick auf die ersten zwei Episoden von Staffel 2. Vielen Dank fürs Reinschalten, macht's gut!